ist wieder eure Melissa mit einem neuen Video am Start. Ihr hört, ich bin ein bisschen erkältet und meine Nase ist auch ein bisschen zu, aber nee, das gehört jetzt nicht zur Sache. Wir machen heute ein Peeling extra für die Haut. Dazu braucht ihr ganz normales Zucker, ein bisschen viel Zucker, Olivenöl. Wer mag, kann für den Geruch oder einfach zur Deko eine Erdbeere dazu. Ihr braucht einen Löffel und einen Behälter. Das erste, was wir machen, ist diese Erdbeere, wow, die ich da drinnen habe, etwas kleiner zu machen, dass ihr nicht so arg viel rumzutüchten habt wegen der Erdbeere, dass ihr geschmeidigen Geschmack habt. So, dann braucht ihr 3-4 Löffel Olivenöl. Das kann auch anderes Öl sein, Sonnenblumenöl oder so. Ich gebe jetzt Olivenöl hinzu, dass meine Haut einfach tüchtiger wird. Das dann mit dieser Erdbeere gut vermischen. Das sieht dann vielleicht noch nicht so aus wie Peeling, aber jetzt kommt er dazu. Ihr braucht viel, viel Zucker. Nicht ein Löffel, nicht 2 Löffel, 4. Schüttet einfach mal hinein. Und zerquetscht es mal gut mit den anderen Sachen. Nur vermischen. Achso, es ist nicht nur zu Peeling gedacht, weil ich esse es auch noch. Ich finde sowas auch echt herrlich für Sommer, wenn ihr mal ein kühles Bad nimmt oder keine Ahnung was macht. Dass ihr einfach was zum Entspannen habt. Ihr könnt ruhig sehr, sehr viel Zucker nehmen, weil das braucht ihr ja auch. Je nachdem, wie viel ihr von der Masse macht, umso öfters könnt ihr es auch benutzen für euer Bad. Ich mache jetzt für einmal. Wenn ihr das endlich mal fertig habt, verrührt ihr das ein bisschen noch und tut. Tut noch mal ein paar Tropfen Olivenöl hinzu. Und verrührt das noch mal ganz gut. Also tut mir echt leid, falls ich jetzt so angeschlagen bin, aber ich habe es euch versprochen, ein Video zu machen. Und ja. Übrigens, ich werde bald noch mal ein Video drehen. Da werde ich das Video drehen. Ich versuche die 5 unnötigsten oder nützlichen Dinge aus. Schaut da mal auf jeden Fall rein. Natürlich gibt es das Video auch erst nach so 2-3 Wochen. Leider. Ich kann euch leider nicht so viel zu versprechen, weil ich auch nicht so viel Zeit immer dafür habe. So, endlich bin ich fertig. Jetzt braucht ihr einen guten Behälter. Das kann ruhig so eine Folie sein. Und da drin gebt ihr in Löffel diese Masse hinzu. Ich zeige euch am Ende, wie das insgesamt ausschauen soll. Das darf natürlich nicht fehlen. Das muss natürlich auch noch dazu. Achso, ihr könnt natürlich auch Vanille-Aroma hinzufügen, dass das Ganze schön duftet und alles. Bei mir sieht das jetzt so aus, dass da sind die ganzen Erdbeeren. Die Erdbeeren könnt ihr natürlich in der Tüte jetzt verdrücken oder zerdrücken, wie man das auch immer sagt.
dass die Farbe einfach rausstrahlt und das gut riecht. Aber bitte, wenn ihr das mal ein bisschen naschen solltet, nicht zu viel. Man kann davon sehr, sehr, sehr schnell Bauchschmerzen bekommen. Und das ist dann immerhin auch nicht so gut. So, das war's jetzt mit dem Video. Ich habe euch einfach jetzt mal ein neues Peeling gezeigt, was besser auf die Haut ist. Und ja, so sieht es jetzt aus. Wie gesagt, vermatscht die Erdbeeren ruhig, wenn die da drinnen sind. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei eurem Bad. Tschüss!